Meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freunde des FC Bayern, ich darf Sie sehr herzlich zu später Stunde hier in Belgrad im Hotel willkommen heißen. Ich glaube, wir haben heute Abend ein tolles Spiel gesehen und ich möchte die Mannschaft ausdrücklich loben. Ich habe ja vor dem vorletzten Spiel gesagt oder nach dem vorletzten Spiel in Athen. Das war ja, obwohl wir 3-2 gewonnen haben, nicht so ein tolles Spiel. Aber heute, glaube ich, hat die Mannschaft ein fantastisches Spiel abgeliefert. Sehr seriös und auch souverän gewonnen. Ich glaube, es war der höchste Sieg in einem Europapokal einer Mannschaft, die hier in Belgrad stattgefunden hat. Und dazu möchte ich euch sehr herzlich gratulieren. Es ist ja hier fast eine Serie, die jetzt so langsam ungeheuerlich wird. Die zwei Protagonisten stehen ja hier rechts von mir. Hansi hat vor gar nicht so langer Zeit, wie lange ist es her, 3 Wochen, die Mannschaft übernommen. Und wir haben ja jetzt eine unglaubliche Serie erlebt mit 4-0, 2-0 vorher, 4-0 und dann geht es heute den Höhepunkt 6-0. Und das ist etwas Unglaubliches. Und ich finde, neben den Ergebnissen, ich glaube, das Wichtigste ist die Spielqualität. Und ich glaube, alle, die hier im Saal sind, haben Spaß an dem Spiel unserer Mannschaft und nicht nur an den Ergebnissen. Und dazu möchte ich dir und deinen Kollegen sehr herzlich gratulieren, lieber Hansi. Dann steht neben mir noch unser neuer Präsident. Herbert ist jetzt, glaube ich, 10 Tage in Amt und Würden. Am Samstag hat er sein erstes Bundesligaspiel erlebt als Präsident, 4-0 gewonnen. Heute sein erstes Champions-League-Spiel als Präsident, 6-0 gewonnen. Ich weiß nicht, Herbert, wie das weitergeht, aber ich hoffe, es geht einfach so weiter. Und du hast jetzt natürlich eine Verpflichtung. Du musst jetzt wahrscheinlich jedes Spiel mitgehen, damit wir eben diese Serie aufrechterhalten, weil wir brauchen das. Ich möchte gleich auch darum bitten, dass wir jetzt nicht in dramatisch große Euphorie verfallen, weil wir haben am Samstag ein Spiel gegen Bayer Leverkusen. Wir sind in der Tabelle, daran möchte ich auch erinnern, noch Tabellendritter. Und es wäre schön, wenn wir es schaffen, bis Weihnachten ganz oben an der Spitze des Baumes nach unten zu schauen. Und das sollte unser großes Ziel sein. Und dementsprechend genießt den Abend und ab morgen lasst uns volle Konzentration, volle Motivation auf Samstag und auch auf den nächsten Samstag dann, wenn wir gegen den aktuellen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach spielen. Schwere Spiele, die wir haben, aber eben auch Spiele, die wir, glaube ich, trotzdem mit Optimismus angehen können. Ihr habt das toll gemacht in den letzten Wochen, macht weiter so. Ihr habt das große Vertrauen des gesamten Clubs und ich denke auch aller Anwesenden hier im Raum. Genießen Sie den Abend. Ich muss sonst das Buffet immer öffnen, aber heute Abend haben wir ja ein bisschen anderes Ambiente. Andi hat das, glaube ich, ganz gut gemacht. Ich denke, das ist schön hier, weil es ist spät und wir haben trotzdem, oder er hat trotzdem, ich will ja die Meriten trotzdem bei Andi lassen, er hat das gut gemacht hier, die Atmosphäre ist schön, das Essen ist schön, das Spiel war toll, also genießen Sie den Abend und dann sehen wir uns morgen früh in alter Frische auf dem Rückflug. Vielen Dank und einen schönen Abend noch. Danke. Applaus